wir dort im ISAF-Camp, im originalen ISAF-Camp, die ganzen Wochen geschlafen haben, tagsüber aber rausgefahren sind und mit dem Filmteam gedreht haben. Ist eine absurde Situation, in so einem Kriegsland einen Kriegsfilm, einen Antikriegsfilm auch zu drehen oder einen Film, wo es um die Thematik geht, um die reale oder um die Realität. Und man musste sich manchmal ein bisschen kneifen. Zum einen im Zuge der Vorbereitung, wenn man sein Testament unterschreibt, wenn man sich langsam bewusst wird mit seiner eigenen Frau, mit seiner Tochter. Man verlässt jetzt Deutschland für viele Wochen. Und es steht im Raum, dass es passieren kann. Und man weiß, man verfügt über zu wenig Informationen, um dieses Gefühl der Angst irgendwie zu minimieren. Und es muss endlich der Tag kommen, bis man wirklich vor Ort ist, bevor man die ersten persönlichen Eindrücke hat. Als wir dann dort waren, war es tatsächlich so, dass man dann Vorurteile dann entweder ablegen konnte oder man hat einen Eindruck gewonnen oder man hat gelernt, mit der Situation umzugehen, mit der angespannten Lage oder mit der Art und Weise, wie wach bin ich, wie nehme ich mein Umfeld wahr. Ich merke, dass man viel genauer hinschaut, sowohl die Menschen, die Kinder anschaut, die täglichen, alltäglichen Situationen, die hier so allgegenwärtig sind, wo man hier einfach so sein Leben lebt, durch die Cafés geht und dort guckt man, wie läuft man über die Straße, wem guckt man eine Hundertstel zu lange ins Auge, wo zweifelt man sofort, also diese Jungfräulichkeit des freien Lebens, der Freiheit, was wir hier genießen, ist da einfach weg. Es heißt ja nicht automatisch, dass dann auch sofort immer was ist. Aber manchmal stellt sich der Zustand ein, dass man hinter jedem Baum so ein grünes Männchen sieht. So, und von dem muss man sich dann irgendwann befreien, um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben, um überhaupt objektiv oder wach zu sein. Aber das passiert natürlich schon mit der Grundsatzentscheidung im Vorfeld. Und wenn ich mir das nicht zugetraut hätte, dann wäre ich da falsch gewesen.